Nun gut, wir haben also jetzt Verschlingeier erhalten, die zufälligerweise sogar noch Questgegenstände sind. Für eine Quest, die wir noch nicht mal besitzen. Für keinen brauchen wir Verschlingeier. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, komm, ich töte mal kurz den Verschlinger hier. Denn wir haben ja eine Stufe aufgestiegen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie das mit den Fähigkeiten hier funktioniert, mit dem Fähigkeitensystem. Das ist nämlich etwas sehr tricky, möchte ich sagen. Oh, ein Aluesamen, neuer Gegner. Der mit einem Schlag tot ist. Wow, beeindruckend. Wir kriegen eine Handaxt. Yeah. Handäxte. Ach, wir haben sogar schon eine Sisyphis-Axt. Wir können die übrigens schon verwenden, auch wenn die noch nicht identifiziert ist. Können wir anlegen und ja, wir haben eine Axt in der Hand nun. Und natürlich, kann man sich denken, ist eine Axt natürlich, ja, eine Nahkampf. Dann machen wir wenig Schaden. Na, der hat ein bisschen mehr gemacht. Aber nö, komm, wir kommen lieber das Ganze schneller. Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen uns von der Welt sehen und nicht, wenn ich hier nur kämpfen und wickeln werden. Yay. Sehr gut. Feuerstab bitte wieder ausrüsten. Und zwar kommen wir zum Fähigkeitssystem. Wir sehen hier unsere Attribute. Und wir sehen, dass wir 5 nicht benutzte Punkte besitzen. Wir haben 5 Attribute insgesamt zur Auswahl. Einmal die Luftmagie. Kein angeborener Effekt erstmal. Viele Elementarmagierfähigkeiten, besonders Zauber, die Blitzschaden zufügen oder einen einzelnen Feind entkräften, werden durch eine höhere Luftmagie effektiver. Okay. Erdmagie. Auch kein angeborener Effekt. Viele Elementarmagierfähigkeiten, besonders Zauber, die euch und eure Verbündeten schützen oder Erdschaden zufügen, werden durch eine höhere Erdmagie effektiver. Feuermagie, auch kein angeborener Effekt. Viele Elementarmagierfertigkeiten, besonders Zauber, die eure Feinde verbrennen oder Feuerschaden über große Gebiete zufügen, werden durch höhere Feuermagie effektiver. Wassermagie, auch kein angeborener Effekt. Viele Elementarmagierfertigkeiten, besonders Zauber, die Kälteschaden zufügen oder eure Feinde verlangsamen und behindern, werden durch eine höhere Wassermagie effektiver. Und Energiespeicherung ist mit jeder Rangstufe. Achso, ist ein angeborener Effekt, der steht da gar nicht. Mit jeder Rangstufe Energiespeicherung steigt der Wert für eure maximalen Energiepunkte um 3. Verschiedene Fähigkeiten zur Gewinnung von Lebens- oder Energiepunkten werden mit einer höheren Energiespeicherung effektiver. Als erstes angeborene und nicht angeborene Effekte. Jede Klasse hat einen angeborenen Effekt. Beim Elementarmagier ist es die Energiespeicherung. Diese ermöglicht es ihm, wenn ich jetzt hier einen Punkt drauf gebe, achtet unten mal hier auf die Energie 33, ich setze jetzt mal einen Punkt rein und wir haben 36, weil wir kriegen da jedes Mal 3 Punkte zusätzlich hinzu. Darüber hinaus ist auch unsere Wiederherstellungsaura effektiver geworden. Wir kriegen zwar immer noch 0 Energie, aber die Höhe der Heilung ist mittlerweile auf 220% gestiegen. Ja. Das ist der angeborene Effekt. Bei anderen Klassen, die haben andere angeborene Effekte. Welche das sind, ich glaube, die verheimliche ich mal. Das heißt, ihr müsst euch das Spiel schon selber kaufen, um herauszufinden, was die haben. Aber jeder hat halt seine angeborenen Effekte. Diese hier sind keine angeborenen Effekte. Das heißt, ja, die sind quasi. Jetzt muss ich sogar noch spoilern. Die können auch andere Klassen verwenden. Wie? Die können andere Klassen verwenden. Wie kann denn der Krieger Feuermagie wirken? Dazu kommen wir dann später. So, da wir momentan, also wir haben schon ein bisschen eben, als wir es uns zurückgelesen haben, schon ein bisschen festgestellt, was so die einzelnen Rubriken können. Feuermagie, Schaden. Erdmagie, Verbündete und selbst beschützen. Luftmagie, irgendwie Gegner schwächen. Und Wassermagie, Gegner behindern. Das heißt, das ist schon so ein bisschen, ja, ich sage mal, es hat schon seine Unterschiede, jede Fähigkeit. Wir haben allerdings momentan nur das Feuergeschoss, was zum Attribut der Feuermagie zählt. Das heißt, wir machen 20 Punkte Schaden und setzen mal, 2 Punkte drauf. Wichtig dabei ist übrigens zu wissen, wir haben jetzt Rang 0, ne? Jetzt klicken wir drauf, jetzt haben wir Rang 1. Für den nächsten Rang brauchen wir allerdings auch 2 Attributpunkte. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Punkte, können wir einsetzen. Und zack, können wir uns das hier unten schon nicht mehr leisten, weil wir halt 2 Attributpunkte brauchen. Wir können jetzt noch eins der anderen da hochsetzen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir einfach noch keine Fähigkeit zu sein. Das heißt, wir sparen uns diesen Punkt auf. Wie wir sehen, können wir diese Punkte auch nicht wieder zurücknehmen. Es sei denn, Attribute können nicht während einer Mission gesenkt werden. Um eure Attribute zu ändern, müsst ihr in eine Stadt oder einen Ausbruch zurück. Das heißt, solange wir halt in diesem Bereich sind, also sozusagen erforschbaren oder Bereich mit Gegnern, können wir die Attribute nicht zurücknehmen.
zurücksetzen. Sondern nur halt jetzt in diesem Fall die Stadt Askalon. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, bevor wir losreisen und uns in die Kämpfe stürzen, wie wir unsere Attribute verteilen und welche Fähigkeiten wir auch einsetzen wollen. Hier ist Kylie, eine Sammlerin. Sie möchte gerne 3 Grawl-Halskennen, okay? Ich suche folgendes, 3 Grawl-Halskennen. Dafür kann ich euch einen der folgenden Gegenstände geben. Könnt ihr mir helfen? Erdschriftrolle, interessant. Gut, wir haben aber keine Grawl-Halsketten. Wir wissen doch nicht mal, was Grawl sind. Seltsam. Gut, auf jeden Fall, wir haben jetzt 2 Punkte reingesetzt und machen jetzt insgesamt 26 Punkte. Feuerschaden. Boah, 6 Punkte mehr. Ich bin begeistert. Ich hoffe nur, dass hier, das hier ist nicht zu gefährlich. Ich beschütze dich schon, kleine Gwen. Ich beschütze dich schon. So, wir haben ja einen kleinen Bereich aufgedeckt und erreichen jetzt ein kleines Dörfchen mit einem wunderschönen Wasserfall, einem Teich und Monster da drin. Ih, wer hat hier Monster reingepackt? Das ist so eine Wassermühle, okay. Gehen wir mal hier über den Baumstamm. Über den Baumstamm ihres Vertrauens. 27 Punkte Schaden, obwohl wir nur 26 Punkte Schaden machen können. Das heißt, diese Flussgal, so irrsinnig und irrational das klingt, sind anfällig gegen Feuerschaden. Ha! Nicht sehr viel, nur ein Punkt, aber immerhin. Ein Punkt ist ein Punkt. Yeah. Na komm, das stimmt doch an. Ich wollte gerade Gwen beißen, habt ihr das gesehen? Deswegen muss ich ihm halt ein Feuer geschossen ins Gesicht donnern. Flussgalle, die Wasser leben, sind anfällig gegen Feuer. Deswegen leben sie vielleicht auch Wasser, weil sie Angst vor Feuer haben. Gute Logik. Oh nein, er ist ausgewichen. Oh nein. Mana verbraucht. Kommen wir mal kurz zu dem Leben hier. Und zwar habe ich gesagt, es regeneriert sich selbstständig. Und zwar ist es wie bei der Energie, wir bekommen so eine Pfeile dazu. Eins ist halt sehr langsam und mit der Zeit kriegen wir immer mehr Pfeile dazu. Zwei, jetzt haben wir schon 3, 4. Uhu. Und ja, wem es auffällt, wir haben mittlerweile auch 120 Punkte. Bei jedem Level Up bekommen wir sage und schreibe 20 Trefferpunkte mehr hinzu. Yeah. Die sind auch dringend notwendig, denn die Gegner machen plötzlich, wie gesagt, zu den ersten Gegnern schon das Vierfache an Schaden. 4, 5, 4, 3. Durchschnitt von 4. Vorher haben wir nur 1 gemacht. Eieiei. Gut. Ich traue mich gar nicht, in die Höhle reinzugehen. Aus einem bestimmten Grund. Nein, der Skull. Ist nicht schön, Alter, der Wasserfall ist zu laut. Wenn ich groß bin, werde ich genauso hellherzig wie mein Papa. Ich möchte eine Kriegerin werden. Aber die Messer sind nicht so schön. Ja, da hast du wohl wahr. Und zwar ist nämlich Flussgal Brut. Ebenfalls. Aua. 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 Ebenfalls Magier, wie man sieht, mit einer Verzauberung. Und der kann Eisspeer und das Ding macht. Aua! 34 Schaden, ich bin tot. Ein Treffen noch, ich wäre gestorben, ey. Zum Glück regenerieren wir uns. Das sieht man auch ganz gut hier. Jeder Pfeil bedeutet mehr Trefferpunkte. 4, 5, 6. Na, also den Skull da in der Höhle, den kriegen wir so leicht nicht platt. Man könnte ihn quasi einen kleinen Boss-Gegner nennen, aber er ist kein richtiger Boss. Er ist nur ein etwas stärkerer Gegner. Da ist eine riesige Muschel. Eine schöne Muschel. Die können wir anklicken und kriegen eine schöne Pelle. Schon wieder ein Questgegenstand für irgendeine. Huch. Bienenschwarm? Ih, Hilfe. Tut mir nichts. Die sind aber, wie man sieht, grün. Das heißt, nicht feindselig. Interessant. Gewaltige Honigwabe. Okay. Also, wir haben wieder einen Questgegenstand bekommen, für den wir noch gar keine Quest haben. Abtender Müller. Hey, hier sollten wir doch hin. Und zwar für die Quest Armer Mieter. Folgt der Straße südwestlich der Stadt nach Ashford. Findet Abtender Müller und bittet ihn, Namar zu helfen. Okay, haben wir gemacht. Hi. Oh, Tag ein, Tag aus drehen wir den Mahlstein und mahlen das Getreide. Drehen und mahlen. Ach, manchmal wünsche ich mir etwas Spannung in meinem Leben. Was wollt ihr denn? Armer Mieter möchte ich gehen. Oh, tut mir leid, darum kann ich mich erst kümmern, wenn ich diese verflixten Bienen losgeworden bin. Oh, könnt ihr mir wohl helfen? Hebt eine von diesen Honigwaben vom Boden auf und lockt die Bienen damit über die Brücke. Wenn ihr alle 3 Bienenschwärme weggelockt
habt, dann kann ich vielleicht wieder richtig denken. Okay. Die Quest klingt wesentlich gefährlicher, als sie wirklich ist. Wir nehmen einfach den Bienenstock. Sorgen dafür, dass wir alle Bienenschwärme dabei haben. Ich drücke übrigens gerade Alt, da sehe ich alle verbündeten Leute angezeigt, in diesem Fall auch die Bienenstöcke, und kann loslaufen. Allerdings, weil wir diese schwere Honigwabe oder Bienenwabe tragen müssen, ist unser Bewegungstempo eingeschränkt und wir können halt nur etwas sehr langsam laufen. So, wir sehen anhand des Sterns, wir müssen hier tatsächlich über die Brücke, wie er es auch gesagt hat. Eine rote Schwertlilie. Liegt einfach so da rum. Und zack. Wir haben es geschafft. Quest aktualisiert. Kehrt für eure Belohnung zurück. Ja, das heißt, wir lassen den Gegenstand hier fallen. Können wieder normal laufen. Die Bienen lassen uns aber nicht vorbei. Und wir können zurück zu Abtec gehen. Ich gehe auch nochmal kurz hier runter zur roten Schwertlilie. Es ist einfach nur eine Blume, die hier so wächst und uns insgesamt sage und schreibe 5 Gold gibt. Ha. Nimmt man doch gerne mit. Ja, ich weiß, diese kleinen Grafikfehler und sowas alles, aber Leute, bitte seht das nicht so ernst. Die kleinen Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler in den Texten oder diese kleinen Grafikfehler. Ja, oder dass man halt zum Beispiel hier der Fels nicht wirklich gerade abläuft oder rund abläuft, sondern hier echt so Ecken sind. Da muss man einfach drüber wechseln. Das Spiel hat so viele schöne Sachen. Da soll man sich so Kleinigkeiten echt nicht abschrecken lassen. Oh, das Spiel ist so scheiße, weil da die Ecke so scheiße ist. Das ist, kann echt Spiele nicht mehr wertschätzen. Oh, tut mir wirklich leid. Ich war gerade dabei, Honigteig zu machen, aber das hat nur die Biene angelockt. Oh, sorgt euch nicht um Namar. Ich werde dafür sorgen, dass Gelsan ihn in Ruhe lässt. Gelsan nutzt ihn ja nur aus, weil Namar nicht aus Askelon ist. Wenn er erst herausfindet, dass es einen Bürger gibt, der sich für ihn einsetzt, wird er bestimmt aufgeben. Okay, sehr gut. Danke sehr.